Bei Rückenbeschwerden musst du deine Bauchmuskulatur trainieren. Aber wieso? In diesem Video erkläre ich dir, warum das wichtig ist und anschließend gleich ein Workout, wie du am besten deine Bauchmuskulatur aufbaust, damit du deine Rückenschmerzen wieder los wirst. Bei Rückenbeschwerden geht es nicht selten darum, dass die Gelenke oder die Nerven in den Rückenbereich jetzt überlastet sind bzw. gereizt sind. Eine Stabilität oder bzw. eine Reduktion von dieser Belastung wird dann durch eine gezielte Muskelaktivität erreicht. Und die Muskeln, die dadurch gut aktiviert werden müssen oder gut arbeiten müssen, sind einmal die Rückenmuskulatur, aber auch die Bauchmuskulatur. Und die Bauchmuskulatur ist so wichtig, weil die wie ein Korsett funktioniert. Die stabilisiert die inneren Organe in Ordnung stelle und dadurch, dass sie einen Druck ausübt und die Organe nach hinten gegen die Wirbelsäule jetzt halt drückt, wird die Wirbelsäule vor der vorderen Seite stabilisiert. Rückenbeschwerden zu behandeln, ohne dabei aktiv deine Bauchmuskulatur zu kräftigen und zu stabilisieren, würde weniger Sinn machen, weil du die vordere Stabilität für deine Wirbelsäule dadurch nicht verbessern würdest. Und wichtiger bei dem Bauchtraining ist, dass man nicht nur die beide gerade Bauchmuskulatur trainiert, sondern von allem die schräge Bauchmuskeln und auch den tiefen Transversus Abdominis. Bei einem Bauchtraining wegen Rückenbeschwerden solltest du eher darauf achten, dass du die Übungen sauber ausführst. Es geht primär um die Qualität der Bewegung. Nur durch eine gezielte Aktivierung der Bauchmuskulatur kannst du dafür sorgen, dass diesen Muskel auch seine Stabilisationsfunktion bestmöglich ausübst. Bei der Stabilisationsfunktion von der Bauchmuskulatur ist es am besten, wenn die auch synchron mit dem Zwerchfell, dem Beckenboden und der Rückenmuskulatur arbeitet. Deswegen achte darauf, dass du deine Atmung während der Übung nicht anhältst. Und für die erste Übung solltest du dich dann auf den Boden hinsetzen. Deine Knie sind gebeugt, sollten auch so ungefähr eine Handbreite bzw. Hüftbreite auseinander bleiben. Die Übung wird schwerer, indem du deine Füße nur auflegst. Die wird leichter, wenn du jetzt halt den kompletten Fußsohle auf dem Boden hast. Und dann solltest du versuchen, als erstes deine Hände vorne an den Rumpf und dann mit dem Rumpf nur rückwärts gehen, so weit, bis du deine Lendenwirbelsäule auch noch gerade halten kannst. Versuche nicht reinzufallen, aber auch nicht im Überhohlkreuz reingehen. Und dann einfach wieder zurück. Diese Übung kannst du jetzt 10 bis 12 Wiederholungen durchführen. Achte aber darauf, dass du immer aktiv über das Becken arbeitest, so weit wie du kannst nach hinten und dann wieder vorkommen. Dein Bauch sollte sich vor allem, wenn du jetzt zurückkommst, nicht vorwölben. Das heißt, nicht vor, sondern Bauchnabel reinziehen, nach hinten Richtung Lendenwirbelsäule, so weit wie du kannst, zurück und dann wieder nach vorne kommen. Nachdem du jetzt halt 12 Wiederholungen für diese Übung gemacht hast, integrierst du jetzt auch die schräge Bauchmuskulatur bei der Übung. Und das kannst du jetzt am besten tun, indem du mit dem Rücken so weit nach hinten gehst, wie es für dich noch bequem ist. Und in dieser Haltung versuchst du jetzt den Rumpf noch zu drehen. Zu einer Seite, zurück, zu der anderen. Einatmen weg, ausatmen hin. Bei dieser Übung reichen je Seite erstmal nur 6 Wiederholungen. Bei der vorherigen Übung hast du jetzt zusätzlich die Hüftbeuge aktiviert. Bei dieser Übung geht es jetzt darum, dass du das Becken und den Rücken über die Bauchmuskulatur aktivierst. Du legst sie jetzt auf den Boden, hältst jetzt deine Füße und deine Knie in 90 Grad. Je mehr du die Hüfte zu dir ranbringst, das heißt über die 90 Grad hinweg, desto leichter ist die Übung und je mehr du die Hüfte streckst, desto schwieriger ist die Übung. Wichtiger dabei ist es, versuche, dass deine Lendenwirbelsäule jetzt stabil wird. Sowohl nicht in Hohlkreuz gehen, aber auch nicht die ganze Zeit die Wirbelsäule gegen den Boden drücken. Und bei dieser Haltung versuchst du jetzt, Bauch zu aktivieren und jetzt einfach nach unten zu kommen, Ferse Richtung Boden.
abwechsel, einmal rechts, einmal links, nur in den Rhythmus, wo du noch ein- und ausatmen kannst. Ausatmen, Bein runter, einatmen, reinziehen. Ausatmen, Bauch, Bein runter, einatmen, wieder reinziehen. Dabei ist es wichtig, dass deine Schulter komplett nach unten bleiben, gegen den Boden liegen bleiben und dass du deinen Kopf nicht die ganze Zeit hochziehst bzw. in die Überstrecken gehst. Wenn das bei dir der Fall ist, ist es ein Zeichen dafür, dass deine Rückenmuskulatur gerade deine Wirbelsäule nicht stabilisieren kannst und deswegen du in der Überstreckung gehst von der Halswirbelsäule. Und auch bei dieser Übung achtest du darauf, dass dein Bauch, wenn deine Beine nach unten kommen, dass er sie nicht vorwölbt, dass du aktiv den so weit wie möglich nach innen ziehen kannst. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts mehr verpasst für deine Gesundheit. Und jetzt, für unsere letzte Übung, kläre ich einen Mythos auf. Sehr häufig wird gesagt, dass du, wenn du dich hochhebst, dass du nicht direkt nach vorne kommen solltest. Das stimmt aber überhaupt nicht. Deine Bauchmuskulatur, die bewegt den Rumpf, bringt den Rumpf nach vorne über die Hüfte. Und auch so sollst du aktiv die Bauchmuskulatur trainieren. Und dafür ist unsere letzte Übung. Du legst dich gerade auf den Boden. Deine Ferse sollen jetzt aktiv auf dem Boden bleiben. Die Füße ziehst du zu dir ran. Dadurch aktivierst du schon die gesamte Muskelkette von dem vorderen Bereich von deinem Körper. Die Übung kannst du jetzt als die schwierigste Variante mit beide Hände nach oben, mittlere Variante, beide Ellenbogen gebeugt und wenn es nicht geht, kannst du den einfach nach vorne über deinen Rumpf liegen lassen. So, deine Hände zeigen jetzt zur Decke, deine Ferse drücken nach unten gegen den Boden, die Füße ziehst du zu dir rein. Und jetzt versuche mal aktiv ausatmen und da deinen Rumpf von der Oberfläche hochzuheben. Versuche mal, wenn es für dich geht, dass du eher so eine Rollbewegung machst, vorwärts. Und achte dabei, dass du die ganze Zeit deinen Bauch nach innen ziehen kannst und nicht in einen Überdruck von der Bauchmuskulatur gehst. Das heißt, du atmest ein, Hände zeigen zu decken, beim Ausatmen rollst du dann den Rumpf vorwärts hoch. Wenn du hier oben ankommst, sollen bewusst deine Hände in Verlängerung von deiner Schulter sein. Die zeigen nach vorne, beide Ferse sind immer noch fest auf dem Boden. Und dann einatmen und langsam wieder runtergehen. Und Hände zeigen zur Decke. Ausatmen und hoch. Einatmen, wieder zurück. Durch die Voraktivierung von deiner Ferse ist die Übung erstmal leichter. Und da deine Bauchmuskulatur auch eine Ausatmenmuskulatur ist, wird es leichter, dazu zu sorgen, dass du die ganze Zeit aktiviert bist, wenn du beim Hochkommst auch aktiv ausatmest. Integriere diese Bauchübungen bei deiner Routine für deine Rückenbeschwerden. Ich bin mir sicher, durch einen kräftigen Bauchmuskulatur wirst du auch weniger Rückenbeschwerden haben. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter bei der Behandlung von deinen Beschwerden und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!